Ich war gestern in Straßburg und da sitzt Arte, da gibt es ein Magazin und das habe ich mir mitgenommen und da war über Frauen und Schmerzen. Und das ist so lustig, weil heute habe ich Luise Walter hier und wir haben uns verabredet zu Frauen und Schmerzen. Und da dachte ich gestern, das ist ja echt interessant. Und da stand drin, das ist ein Beitrag aus der Fachzeitschrift Pain and Therapy von 2021, dass Frauen eine niedrigere Schmerzschwelle haben. Und Luise, da bist du. Und wir sprechen heute über Schmerzen und Frauen. Du hast gleich gesagt, da bist du dabei. Definitiv super wichtiges Thema und ich finde es gut, dass wir offen und ohne Tabus quasi drüber sprechen werden. Genau, und du hast gleich gesagt, du möchtest reden und auch Tipps geben zu Beckenboden, dicken Bauch und Intimtrockenheit, richtig? Total, weil das tatsächlich immer wieder einfach Themen sind, die ich von Kundinnen mitbekomme, wo ich denke, da muss man einfach irgendwie mal offen drüber reden und vor allem sagen, was kann man selber proaktiv auch schon machen. Perfekt. Und dann legen wir los, oder? Definitiv. Luise Walter, hier ist sie. Du sitzt gerade wo? Du bist im Ich Hotel. bin gerade genau im Hotel im Essen, weil gestern Big Bang Hell Festival war und ich da als Sprecherin eingeladen war. Und dann fährst du zurück nach Berlin, weil du lebst in Berlin, richtig? Genau, ich lebe in Berlin, auch wenn ich da gerade immer gefühlt nur auf Durchreise bin und dann geht's weiter nach Heidelberg. Luise ist Expertin für neurozentriertes Training sowie für Schmerz- und Performance-Management, mehrfache Autorin, zwei Bücher, das dritte ist in Arbeit, richtig? Richtig? Yeah. No Dann pressure. Keynote-Speakerin, du hast Online-Kurse, du hast Preise gewonnen. Bei einer Verleihung war ich sogar dabei. Und was ich total an dir schätze, auf Instagram kann man das auch sehen, du gibst immer praktische Tipps. Ich bin auch so ein Fan. Also Hintergrund erklären und dann, was kann ich machen? Das ist so, das ist deine Leidenschaft auch, oder? Dieses, ja, on the point, Praxistipps geben. Auf jeden Fall, weil ich finde immer, ich glaube, es scheitert bei den wenigsten am Wissen. So, ne, an dieser Education, sondern ich glaube, es scheitert meistens an der Umsetzung. Und viele, finde ich, aber Expertinnen erklären alles so wahnsinnig kompliziert, um quasi ihr Ego zu befriedigen und zu zeigen, wie viel Expertise sie haben. Ich finde aber immer, wenn man es einem Bildleser nicht erklärt, hat man selber nicht verstanden. Oder so dieses, was Albert Einstein hat es, glaube ich, mal gesagt, wenn du es einer Sechsjährigen nicht erklären kannst, hast du das Problem nicht verstanden. Also deswegen, runterbrechen ist es dann manchmal stark vereinfacht, ja, auf jeden Fall, aber ich will mich nicht dumm fühlen, wenn es um meinen eigenen Körper geht. Also das habe ich ja selber als Patientin erlebt und denke mir deswegen immer so einfacher, je alltagsrelevanter das ist und dass man sofort sagen kann, ah, das mache ich jetzt, weil dann erlebt man es, dann spürt man es, dann erfährt man es quasi am eigenen Körper und dann finde ich, es ist viel, viel einfacher, unterschiedliche Sachen auch einfach mal auszuprobieren. Nicht alles ist für jeden, wissen wir beide ja auch. Der eine mag das mehr, die andere das und dann aber einfach mit unterschiedlichen, ich sag mal so ein bisschen Impulsen zu spielen und zu gucken, was mag ich, was hilft mir, was entspannt mich, was hilft mir vor allem bei Schmerzen, und damit dann einfach den Alltag zu vereinfachen. Und du bist durch Schmerzen, vielleicht magst du es kurz erzählen, zum neurozentrierten Training gekommen und auch gerne erklären kurz, was das ist. Ja, gerne. Also ich habe selber quasi zwei Bandscheiben-OPs hinter mir und nach der ersten OP hat man mir halt so gesagt, ja, finde dich halt damit ab, du wirst dein Bein nie wieder richtig bewegen können. Du wirst nebenan Morphium nehmen können. Es gibt fantastischen Magenschutz. Stell dich nicht so an, geht vielen anderen Leuten auch so. Ich dachte mir halt, ja, das kann ja nicht sein. Andere Leute, also vor allem die Spieler oder Fußballspieler, stehen irgendwie 2 Tage nach einer OP wieder auf dem Feld und spielen. Und ja, ich sage mal, ich verstehe, ich habe nicht den Körper eines Bundesligaspielers oder einer Bundesligaspielerin. Ich bin ja trotzdem Mensch. Ich bestehe ja im Endeffekt aus denselben biochemischen Komponenten. Man dachte mir, das kann nicht sein. Wir fliegen zum Mond, wir fliegen zum Mars. Und jetzt sagt man mir irgendwie, ich soll mich mit den Schmerzen abfinden und kann meinen Körper nicht mehr benutzen quasi. Und habe dann selber einfach so ein bisschen aus der Frustration heraus quasi die Motivation, Gott sei Dank, gefunden zu sagen, okay, ich will mich und meinen Körper verstehen. Ich möchte verstehen, was ist eigentlich möglich. Wie funktioniert der Körper eigentlich? Was sind Schmerzen? Wo kommt das eigentlich alles her? Long story short, habe dann amerikanisches Ausbildungssystem durchlaufen, habe auch 3 Jahre in der Orthopädie- und Unfallchirurgie-Praxis in Berlin damit gearbeitet, also auch mit fantastischen Kollegen und Kolleginnen zusammengearbeitet und daraus dann quasi das neurozentrierte Training entwickelt, weil mir das wichtig war. Der Ansatz kommt so ein bisschen aus der Neuroathletik, setzt also das Gehirn in den Mittelpunkt. Also wir sagen immer, Bewegung und Schmerz entsteht im Gehirn und da sollte das Training halt auch anfangen. Aber mich interessiert der Leistungssport nur peripher. Ich arbeite mit vielen Leistungssportlerinnen zusammen, die sind alle fantastisch. Ich will aber vor allem, dass das Wissen in die breite Masse kommt.
Ich komme selber nicht aus dem Leistungssport. Also ja, ich war mal Thüringmeisterin vor Ewigkeiten in der Schulzeit. Aber ich finde immer, das Wissen sollte ein Stück weit, ach, das klingt immer so nach Buzzword, aber demokratisiert werden. Jeder, der Schmerzen hat, sollte die Möglichkeit haben, selber was machen zu können und an das Wissen ranzukommen. Halt nicht nur die Leistungssportlerinnen, die sowieso schon in ihrer kleinen Blase sind. Da verstehe ich, dass da eine andere Zahlungsbereitschaft ist. Aber ich glaube einfach, dass man diese Tipps, das Wissen jedem und jeder vor allem zugänglich machen sollte, um den Alltag einfach lebenswerter zu machen. Auf jeden Fall, weil das hat ganz viel mit Gesundheit in der Gesellschaft zu tun, weil gerade diese Armut und sozialen Unterschichten haben ganz viel eben auch mit Krankheit zu tun. Und wenn du eben sagst, okay, du gehst für alle, ist das eben ein großer Beitrag. Also das finde ich gut. Ja. Vor allem auch Frauen, ne? Und das hatten wir im Vorgespräch auch kurz, weil ich tatsächlich einfach finde, ich bin riesen Feministin. Und mir ist Gleichberechtigung und Gendern sind alles super wichtige Themen. Und trotzdem aber medizinisch, biologisch sind Frauen und Männer halt unterschiedlich. Das heißt, man muss auch Frauen und Männer anders behandeln. Und wir haben eine riesen Gender-Data-Gap. Also es gibt diesen riesen Unterschied in der ganzen Forschung quasi, dass viel zu viel nur an den Männern geforscht wird. Und ich verstehe, woher das kommt, weil Zyklus natürlich für sämtliche Studien sehr, sehr komplex ist. Aber darüber halt zu sprechen und zu sagen, okay, wo sind denn eigentlich die Unterschiede und wie können wir damit umgehen? Gestern hat das jemand so schön auf der Bühne gesagt, wir können halt Frauen nicht wie kleine Männer behandeln. Genau. Wir haben andere Körper, wir haben einen anderen Hormonzyklus, also wir sind einfach ganz, ganz andere Wesen. Und darauf halt einzugehen und da sachlich aufzuklären, einfach Tipps, Anregungen zu geben quasi, was kann man eigentlich selber probieren. Ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist und dass da einfach in der Branche noch viel Bedarf besteht, darüber zu reden und miteinander zu reden. Und erklär mal kurz, woher Schmerz kommt, wenn das geht. Kurz. Ja, klar. Also ganz kurz ist Schmerz einfach entsteht im Gehirn. Und Schmerz ist quasi ein Warnsignal des Körpers, dass was auch immer nicht in Ordnung ist, dass man entweder fangsgemäß etwas zu viel oder zu wenig hat. Also quasi man aus der Balance ist. Ich bringe mal das Beispiel, wenn ich den ganzen Tag super gerade da sitze und mich nicht bewege, werde ich einen Schmerz entwickeln, weil mein Körper sagen wird, ah, du brauchst eine Bewegung. Ganz, ganz viele Frauen, vor allem in dem Thema, wenn die ihre Menstruation haben, werden die Schmerzen haben, haben die Krämpfe. Ganz viele mit chronischen Rückenschmerzen haben quasi gelernt schon fast, dass die Verspannungen und der hohe Muskeltonus immer wieder zu einem Schmerz führt. Das heißt, was das Entscheidende aber ist, oder wenn man Knieschmerzen hat oder Kopfschmerzen, Migräne, viele Sachen wissen wir noch nicht genau, wie entstehen da die unterschiedlichen Prozesse im Gehirn. Das Wichtige ist aber immer, das Gehirn entscheidet, ob das Schmerzsignal gesendet wird oder nicht. Das heißt, der Schmerz entsteht nicht dort, wo ich ihn spüre, sondern der Schmerz entsteht immer im Gehirn. Und damit haben wir aber, weil im Gehirn, wieder vereinfacht gesagt, 12 unterschiedliche Gehirnbereiche quasi miteinander zusammenarbeiten, um diesen Schmerz, diese Schmerzantwort quasi zu kreieren. Und wir nicht so dieses eine Schmerzzentrum haben, weil früher dachte man so, ah, man hat das eine Schmerzzentrum und da wird es dann quasi entschieden. Nee, das ist aber nicht so. Und deswegen haben wir aber ganz viele Möglichkeiten, mit Schmerz umzugehen, weil beispielsweise, du hast es vorhin schon gesagt, also ganz unterschiedliche soziale Schichten haben unterschiedlichen Druck und nehmen tatsächlich Schmerzen auch anders wahr. Es gibt super spannende Studien, dass die Schmerzen intensiver werden und die Schmerzwahrnehmung auch von soziokulturellen und sozialen Schichten anders wahrgenommen wird, weil sie einfach eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Mhm. Und ich vergleiche das immer, wenn eine alleinerziehende Mutter sich einen Arm bricht, ist es eine ganz andere Situation und wird die ganz anders leiden, als wenn das eine wohlverdiente, keine Ahnung, Hausfrau ist, wo der Mann irgendwie die Millionen nach Hause bringt. Nicht, dass ich das irgendwie bewerten will, aber die Wahrnehmung, was macht der Schmerz und was ist das Ergebnis und was sind die Konsequenzen, wird im Hirn halt auch mitverarbeitet. Und ich glaube, dass man sich das halt immer wieder irgendwie auch bewusst machen darf und muss zu sagen, okay, der Kontext ist immer entscheidend. Es ist nicht nur das rein Körperliche, sondern im Gehirn spielen so viele Faktoren eine Rolle. Also auch, wie sind meine Emotionen, wie sind meine Erfahrungen, was habe ich vielleicht auch schon über Schmerz erfahren. Und was für mich wirklich eine neue Erkenntnis in den letzten 2 Jahren war, das halt auch einfach zu verstehen, also die Edukation, wie entsteht Schmerz? Ah, ich kann Schmerz beeinflussen, ich kann Schmerz verändern, macht den Schmerz erträglicher und die Schmerztoleranz wird nach unten gefahren. Also die Schmerztoleranz geht nach oben und der Schmerzreiz wird quasi gesenkt. Und da gibt es fantastische Studien, wo gezeigt wurde, also meistens wird es über Temperatur gemacht, das heißt, die kriegen quasi einen Stab in die Hand, der wird immer heißer und dann wird gemessen, okay, ab welcher Temperatur wird der Schmerz quasi wahrgenommen. Manchmal macht man es auch mit kaltem Wasser, also über Temperatur, immer über warm oder kalt, klassisch heiß. Und dann wurde getestet, wie ist das, wenn die Person an ihren Partner oder Partnerin denkt? Wie ist das, wenn der Partner, Partnerin im Raum ist? Wie ist das, wenn Partner, Partnerin die Hand gibt?
Und das fand ich, also das war für mich nochmal so ein Aha-Moment zu sagen, ah, okay, man erträgt mehr Schmerz, wenn eine geliebte Person, eine nachstehende Person im Raum ist, wenn die einem die Hand gibt oder wenn man nur daran denkt. Genau. Und das Händchenhalten, man kennt das ja schon vom Zahnarzt oder keine Ahnung, selbst bei der Blutspende oder sowas, ne, wenn dann die Krankenschwesterin, der Krankenpfleger quasi ankommt und einem die Hand irgendwie hält und sagt, ja Mensch, das machst du super und fantastisch. Und für mich war das immer so, ja, das ist ja ein Placebo oder ein Nocebo. Nein, sondern wir wissen, ah, da ist eine Person, der sind wir wichtig und sofort wird quasi auch das Stresslevel gesenkt und wir können mehr Schmerz ertragen. Und seit ich das auch verstanden habe, also rede ich immer noch mal mehr auch alleine darüber, weil das, glaube ich, für ganz, ganz viele, vor allem auch Frauen, totales Thema ist, weil sie entweder unglücklich in ihrer Beziehung sind, weil sie unglücklich sind, dass sie keine Beziehung haben und man darüber aber oftmals auch gesellschaftlich ja gar nicht reden kann, sondern man hat immer diese hohe Erwartungshaltung. Bei Frauen ist ja das tatsächlich noch ein bisschen anders. Man ist entweder gestresst, weil man Kinder hat oder weil man keine Kinder hat, weil man arbeitet, zu viel arbeitet, zu wenig arbeitet, gar nicht arbeitet. Also diese Erwartungshaltung, die von Frauen quasi an den Tag gelegt wird, wo ich mir immer so denke, also man kann es ja auch nicht, man ist immer zu, man ist zu laut, man ist zu pushy, man ist zu wenig pushy, man ist zu schüchtern. Dann wirst du zu alt und was weiß ich nicht alles. Da sind wir genau bei den Frauen und den Schmerzen. Ich glaube, so was ich gelesen habe, hat das wirklich ganz viel damit zu tun, in welchem Umfeld wir uns als Frau bewegen, wie wir uns sehen, ob wir uns authentisch fühlen oder authentisch sind. Und wenn wir das nicht sind, dann hat das Schmerz zur Folge und in dem Fall dann auch könnte es eben Krankheit entstehen. Da glaube ich, ist echt, was du sagst, ein ganz großes, großes Feld. Also das ist nicht irgendwie nur Ernährung und sonst was, sondern wirklich das Umfeld. Und das können wir aber beeinflussen. Das finde ich immer das Schöne, weil viele Sachen können wir semi-gut beeinflussen. Also ich bringe das immer, wenn man irgendwie alleinerziehende Mutter ist oder wenn man im Umfeld ist, wenn man Angehörige pflegt. Den Stress kann man ja nicht nehmen, sondern der Stress ist vorhanden, mit dem muss man irgendwie lernen, umzugehen. Aber sein Umfeld sich anzuschauen, zu sagen, wer tut mir gut, wer sind die Menschen in meinem Umfeld quasi, die, wenn ich Schmerzen habe, den Schmerz erträglicher machen, hat das einen totalen Effekt. Und wie gehe ich mit den Menschen um? Wie kommuniziere ich das vielleicht aber auch? Ich habe ganz viele Klientinnen, die jetzt entweder in der Peri- oder in der Menopause sind, dann ne, auch mit Hormonschwankungen, mit Stimmungsschwankungen, mit all den Symptomatiken quasi auch zu kämpfen haben, die halt auch sagen, seit sie das selber für sich einsortieren und darüber ganz klar kommunizieren und halt sagen, hey, ich brauche einfach, wenn ich von der Arbeit komme, meine Me-Time, bitte nervt mich nicht, das entscheide ich nicht gegen euch, sondern für mich. Genau. Und damit für sich selber eine Klarheit haben und diese Klarheit dann aber auch in der Kommunikation quasi an ihr Umfeld, an ihre Liebsten weitergeben, macht halt ganz, ganz, ganz viel aus, wenn man selber ja dann auch weniger gestresst ist. Und dieses vor allem Stress in Kombination mit Schmerzen, wissen wir einfach mittlerweile, ist quasi ein Beschleuniger oder so wie ein Feueranzünder. Und dann aber zu gucken, wie kann ich den Stress reduzieren, was kann ich selber machen über Atmung, über Schmerzmanagement-Tools. Gibt es so viele Möglichkeiten, die man ganz, ganz einfach und quasi auch ganz niedrigschwellig jeder für sich einfach probieren kann, die nichts kosten, wo man nicht einen Haufen Kohle ausgeben muss, wo man irgendwie nicht sich 8 Stunden irgendwie meditierend in die Ecke setzen muss und sagen muss, ich nehme mich aus dem Alltag raus, sondern halt mit kleinen, einfachen Weil das ist auf einer deiner letzten Seiten im Buch. Das finde ich so schön, dass du das erwähnst, weil oft denkt man doch, boah, jetzt muss ich mein komplettes Leben ändern, jetzt den großen Plan und dann hältst du es so dieses typische Neujahrsphänomen. Jetzt, also abnehmen zum Beispiel, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber das ist häufig so, dass man denkt, so jetzt und dann. Ich bin auch ein absoluter Fan von diesen Micro-Habits, kleine Veränderungen und die dann erstmal etablieren und dann Schritt für Schritt ganz entspannt, bloß nicht so viel Stress. Ja, und vor allem, und das ist ein deutsches Phänomen, wenn man etwas quasi verändert, sich dafür auch zu belohnen. Weil wir reden ja immer von der Verhaltensschlaufe, wir brauchen Auslöser, der führt zu einer Routine, die Routine muss belohnt werden, damit der Auslöser wieder zur Routine führt, damit der wieder belohnt werden kann und zack, so konditionieren wir uns im Endeffekt, ja. Früher haben wir als Kinder stundenlang diskutiert, ob wir Zähne putzen wollen oder nicht. Mittlerweile denken, glaube ich, die wenigsten Menschen noch drüber nach, ob sie morgens und abends Zähne putzen müssen, sondern man macht das halt einfach. Genau so sage ich das auch immer im Umgang mit Schmerzen oder im Umgang mit seiner Gesundheit, egal ob es gesunde Ernährung ist oder ob es quasi Lust auf Bewegung ist, das zu machen, einen Auslöser sich zu überlegen, der für einen selber persönlich immer wieder quasi funktioniert und dann aber immer wieder sich auch zu belohnen. Ich dachte früher, also bis vor kurzem dachte ich immer, die Belohnung muss immer sofort danach sein. Mittlerweile zeigen Studien, dass es sogar besser ist, wenn man die Belohnung quasi randomisiert. Also mal belohnt man sich direkt, mal verzögert, damit das Hirn nicht immer sofort weiß, ich kriege ja die Belohnung und es ist quasi auch da eine Routine, sondern dass es quasi zufälliger abläuft.
und sich unterschiedliche Belohnungen dafür einfach zu überlegen. Mhm. Und ich glaube, dass das aber die Bewegung nicht so stark ist, ne? Nicht irgendwie, genau. Wenn, dann muss das und das und wenn, dann nicht, dann nö, dann doch nicht. Definitiv, ja. Du hast ja im Vorgespräch erzählt, wo ich meinte, mit Schmerzen und Frauen sagst du, ja, das machen wir. Und da hast du gesagt, dicker Bauch, Beckenboden und Intimtrockenheit. Womit möchtest du starten? Mit welchen der drei Themen? Ich glaube tatsächlich, also ich kann dir mal so ein bisschen, wie komme ich eigentlich auf die Themen? Das ist was, ja, genau, was, Thema. Genau, was mir immer wieder begegnet. Ne? Klar, Frauen und Männer nehmen Schmerzen anders wahr. Früher hat man dann gesagt, Frauen sind sensibler, was Schmerzen angeht. Mittlerweile wissen wir es, hast du ja gerade auch schon gesagt, quasi die Schmerztoleranzgrenze ist deutlich höher bei Frauen. Das heißt, wir sind weniger schmerzsensibel. Anders würde man, glaube ich, eine Geburt und Periodenschmerzen gar nicht durchkommen. Ich bin immer so, ich habe keine Kinder, ich habe Gott sei Dank gar keine Periodenschmerzen. Wenn meine App mir nicht sagen würde, deine Periode kommt, würde ich mir so denken, ja, ich kriege das nicht mal mit. Also ich bin da einerseits gesegnet, andererseits denke ich mir so, okay, ich merke halt meinen Zyklus gar nicht. Aber das sieht man halt mal, wie unterschiedlich das tatsächlich ist. Und ein Thema, was ich aber tatsächlich immer wieder habe, ist dieses, ich habe Schmerzen während der Periode, ich habe Schmerzen beim Sex, ich habe Schmerzen danach, irgendwie fühle ich mich nicht wohl in meinem Körper. Und wieder, ne, Schmerz ist eine Entscheidung vom Gehirn. Wenn aber an derselben Körperstelle immer wieder dieser Schmerz kommt, lernen wir irgendwann, dass dieser Schmerz in Anführungsstrichen dazugehört. Man sagt nach unterschiedlicher Studienlage 3 bis 6 Monaten ist das eine Chronifizierung. Das heißt, irgendwann hat man diese Schmerzerwartungshaltung. Und ich glaube, dass es da einfach total wichtig ist, für sich und für seinen Körper, ich sag mal, mehr Informationen zu sammeln. Weil wenn der Körper mehr Informationen hat, fällt die Schmerzantwort anders aus. Das heißt, Schmerz entsteht im Gehirn. Wie können wir das verändern? Wir geben dem Körper mehr Informationen darüber, ist es eigentlich gerade eine Stresssituation, wenn ja, an welcher Intensität oder nicht. Und dann kann das Gehirn quasi nochmal neu in Anführungsstrichen überlegen oder interpretieren, brauche ich jetzt diese Schmerzantwort? Ist es gerade eigentlich eine Bedrohung? Weil das wird ja nur gesendet, wenn der Körper sich so bedroht fühlt, dass er sagt, ich bin in Gefahr. Und dann kann man beispielsweise über Atmung direkten Einfluss darauf nehmen, weil wir über Atmung mittlerweile wissen, dass wir einen direkten Einfluss quasi auf die hormonelle Balance haben, direkten Einfluss auf Stresshormone haben und damit quasi spielen können und sagen können, ich nehme das runter, egal ob man in der Menopause ist, ob man in der Perimenopause ist, ob man vor der Menopause ist, ob man PMS hat, was auch immer man quasi für Schmerzen und für Probleme hat. In demselben Atemzug komme ich immer wieder auf diesen aufgeblähten Bauch, den fast alle meiner Klientinnen haben, also auch viele Männer immer mehr, vor allem aber tatsächlich echt? Einfach Männer auch. Ja. Okay. Das ist total häufig, also das wird tatsächlich immer extremer. Frauen haben es natürlich aber hormonell gesehen nochmal anders und vor allem schwanken da einfach abhängig vom Zyklus. Ich habe aber viele, die nicht mehr im Zyklus sind, beziehungsweise quasi in der Menopause, die aber auch sagen, sie haben so das Gefühl, sind nicht dick, sondern wirklich so aufgebläht. Sie haben immer das Gefühl, sie haben super viel Luft im Bauch, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie ständig Flatulenzen haben, sondern einfach so dieses aufgeblähter Bauch, je nachdem, was sie natürlich teilweise auch noch essen oder nicht. Und ich bin ein Riesenfan davon, zu erklären oder zu verstehen, wie Zwerchfell und Beckenboden zusammenarbeiten und das Beckenboden eben nicht nur bei Geburt und bei Rückbildung relevant ist, sondern Zwerchfell und Beckenboden, also Zwerchfell quasi eine Muskelplatte, Beckenboden eine Muskelplatte, arbeiten ja wie so ein Ballon zusammen, um alle Organe mit einem leichten Druck, mit einer Druckmassage, quasi mit jeder Ein- und Ausatmung eine gleichmäßige Druck-B- und Entlastung zu schaffen. Haben damit einen Einfluss quasi auf unsere Körperhaltung, haben damit einen Einfluss auf die Bandscheiben, haben damit vor allem aber einen Einfluss auf sämtliche Organe, also auf Magen-Darm-Trakt und Verdauung. Genau. Und aber vor allem auch einen Einfluss auf unser Nervensystem im Sinne von An- oder Entspannung. Also wir haben ja quasi zwei Modi. Parasympathisch ist Ruhe, Regeneration, Verdauung. Und wir haben Anspannung, also Stress, Flucht- und Kampfmodus. Und die arbeiten ein bisschen wie Bremse und Gas immer in der Symbiose zusammen. Die sind immer abhängig voneinander. Also fährt Sympathikus hoch, Stresslevel, dann fährt Entspannungslevel runter und umgedreht. Und damit sind, vereinfacht gesagt, auch ganz viele körperliche Prozesse quasi verbunden. Also der Körper, wenn er verdaut, dann wird er nicht in Angriffsmodus übergehen und umgedreht. Wenn ich vom Löwe wegrenne, ist die Verdauung gerade relativ relevant, um das sehr überspitzt darzustellen. Und da sind aber durch unterschiedlichste, vor allem Lifestyle-Faktoren, ist diese natürliche Balance aus An- und Entspannung bei ganz vielen Menschen gestört, weil wir Klassiker uns zu wenig bewegen, zu viel sitzen, weil wir immer mehr Digital Overload, also immer mehr Zeit vorm Rechner verbringen, was eine extrem hohe Belastung für unsere Augen ist, zu wenig Zeit quasi draußen in der Natur, wo wir natürliches Sonnenlicht haben, das einen extremen Einfluss quasi auf wieder unseren tageshormonellen Einfluss haben kann. Und da aber über Atmung ranzugehen und zu sagen, erstens das Bewusstsein, wie atme ich? Zweitens,
einen Fokus auf die verlängerte Ausatmung zu setzen und damit die Sauerstoffversorgung zu verbessern und damit einen Einfluss auf die Hormone zu haben, das Stresslevel quasi zu reduzieren. Drittens eine Belüftung, verbesserte Belüftung quasi der Lunge zu haben und vor allem aber eine gleichmäßige An- und Entspannung von Zwerchfell- und Beckenbodenmuskulatur. Weil, und das wissen die wenigsten, vor allem bei Frauen, ich glaube 78% der Frauen haben eine zu hohe Beckenbodenspannung. Was man aber in Deutschland vor allem kennt oder im deutschsprachigen Raum, dass Frauen dann gesagt wird, ihr müsst euren Beckenboden trainieren. Egal, ob sie ein Kind bekommen haben oder nicht, egal, was sie für Probleme haben, eigentlich wird Frauen immer gesagt, du musst den Beckenboden trainieren. Dann schiebst du irgendwelche Liebesperlen noch rein und musst noch mehr anspannen. Wenn aber die Spannung schon zu hoch ist und du noch mehr Spannung aufbaust, kannst du Muskeln nicht trainieren. Also wie wenn ich den Bizeps quasi überspannt habe und dann da auch die ganze Zeit noch Bizeps-Curls mache. Das heißt, eigentlich müssten die Frauen erstmal lernen, die Beckenbodenmuskulatur zu entspannen, bevor sie dann trainieren können. Beckenboden ist auch mit Kiefermuskulatur verbunden. Das heißt, der ist dann auch angespannt und das ist auch ein Signal für den Körper, Stress. Also das ist einfach Stress. Genau, das ist ja, ich sag mal, es ist Fluch und Segen, weil es hängt alles miteinander zusammen. Viele, die knirschen, viele mit CMD, also kraniomandibuläre Dysfunktion, also Kieferfehlstellungen, Knirschen, Mundatmung, also all die Sachen hängen zusammen und dadurch aber, und ich finde das so geil, weil ich mir denke, geil, mit Atmung hast du aber so einen geilen Effekt und so das, ich glaube, das Klassischste, was man mittlerweile fast jeder auch kennt, diese Seufzeratmung, also tief durch die Nase einatmen, zweimal nachziehen und dann tief durch die Nase wieder ausatmen. Es gibt eine mega, und es gibt jetzt mehrere Studien dazu, dass 2 bis 5 Minuten von dieser Atmung reichen, um einen sofortigen und vor allem nachhaltigen Effekt zu haben, dass Stresslevel reduziert wird, dass Schlaf optimiert wird, dass Konzentration optimiert wird und dann halt die ganzen physiologischen Effekte, also bessere Verdauung, Einfluss auf Blutdruck, Einfluss auf Blutzirkulation, Einfluss auf Sauerstoffversorgung. Und ich denke mir immer, geil, diese Seufzeratmung, also weil wie ein Kind, was quasi seufzt, diese das ist ja, ne, wenn Kinder heulen oder seufzen, ist es ja ein physiologischer Prozess, um das Nervensystem zu beruhigen. Deswegen sollten Kinder ja eigentlich nicht sagen, ja, ist nicht so schlimm, heul nicht, sondern die brauchen das Heulen, um sich selber wieder zu beruhigen. Genau. Und dann ist man aber so überkritisch und sagt, ja, ist doch nicht so schlimm, wo ich so denke, ja, weißt du doch nicht, für das Kind ist es gerade schlimm, das ist doch mal heulen. Ja, und das hat ja auch einen Effekt, das ist ja genau wie das Gähnen, das ist ja auch ein Effekt vom Körper, wo du dann einfach, ja, brauchst du Sauerstoff. Ja, also, genau. Und wenn man dann sagt, oh, das ist peinlich, jetzt bist du müde oder so, also, ja, gut. Naja, und das finde ich aber so spannend, weil man darüber quasi einerseits, ne, wieder Beckenboden und Zwerchfell in das natürliche Spannungsmuster bringt. Und dadurch, und das ist das Spannende, sich die Verdauung auch ändert und du halt nicht mehr dieses ständige Aufgeblähtsein hast. Und ich sag mal, diese Seufzeratmung beispielsweise einzubauen oder ich arbeite extrem viel mit Atmung gegen Widerstandsband. Ich sag mal, Training für Faule. Band umbinden mit einem leichten Widerstand. Ist auch in deinem Buch, die Übung. Ist auch, genau, ist tatsächlich auch ein Buch. Genau, ja, weil es auch für Schmerzklientinnen, weil ich immer so sage, ich verstehe das schon auch, die Leute haben irgendwie auch ihren normalen Alltag und dann komme ich an und sage, so, und ihr müsst jetzt noch diese 5 Übungen machen, wann soll man das machen? Aber sich ein Band umzubinden, während man Netflix guckt, ein Band umzubinden, während man kocht, ein Band umzubinden, während man, keine Ahnung, Müll rausbringt. Für mich ist das immer so, ich komme morgens aus der Dusche, mache das um, Zähne putzen, Kontaktlinsen rein, nochmal irgendwie 5-mal durch die Wohnung rennen, weil man irgendwie noch 1000 Sachen packen will. Dann mache ich es wieder ab, hänge es zurück. Wenn ich abends nach Hause komme, habe ich das zweite Band quasi da. Wenn ich meinen Fahrradschlüssel hinhänge, mache ich das Band wieder um. Muss wieder Zähne putzen, Kontaktlinsen rausnehmen, renne auch noch 5-mal durch die Wohnung, weil ich so denke, ach, das will ich noch machen und das und das und das. Und sei es, ich habe das nur 5 Minuten gemacht, habe ich aber morgens und abends quasi insgesamt 10 Minuten Atemtraining gemacht. Selbst am stressigsten Tag, selbst hier, wenn ich im Hotel bin, ist es für mich so, ein Band mitzunehmen, kostet ja wirklich auch keinen Platz im Koffer. Und dann denke ich mir immer so, geil, selbst in den stressigsten Lebensphasen, wo ich viel zu wenig schlafe und quasi Raubbau am Körper begehe, mache ich aber zumindest mein Atemtraining und fahre mich damit automatisch morgens quasi in den Fokus und abends so wieder Balance, An- und Entspannung. Der Körper darf selber entscheiden, will ich jetzt quasi in die Ruhe oder will ich morgens in die Anspannung? Ja, das heißt, mit der Atmung können wir wirklich was für den Bauch tun. Also einerseits Entspannung, andererseits kann man natürlich auch, ich komme ja auch aus dem Yoga, kannst du auch die Bauchmuskeln trainieren, also kannst du auch durch Atmen. Mega, wow,
Mega, hm? Da kann man richtig, also Atmung ist, wow, das ist so spannend, das Thema, so also den Bauch. Dann die Verdauung, das hat natürlich auch viel mit dem Bauchvolumen zu tun, wenn man die Verdauung anregt über Atmung, über Entspannung und Anspannung auch durch die Massage. Und erzähl doch nochmal mit der Intimtrockenheit. Was hat das jetzt damit zu tun? Oder kann ich da auch was mit Atmung machen? Also indirekt, ich bin bei Intimtrockenheit, das ist ja gerade so ein Riesentrend. Also ich weiß nicht, Vivian Karl war jetzt, glaube ich, auch bei der Höhle des Löwen mit ihrer ersten quasi Pflegeprodukt bei Intimtrockenheit, was jetzt irgendwie nicht die ganze Intimflora quasi kaputt macht. Warum ich das Thema so spannend finde, weil, ja, also ich bin nicht in der Menopause, deswegen ist mir das alles nicht bewusst, ehrlicherweise, sondern ich kann immer nur von Beispielen aus meinem Kundenkreis reden. Mhm. Und wie viele das aber betrifft, ich war gestern hier auf einem Event, da ging es auch um eine App, quasi die Krebs Angehörige oder Krebsbetroffene, Krebspatientin quasi mit betreut. Und das ist ja zum Beispiel auch durch die Chemotherapie extrem stark ausgeprägt. Und wir wissen langsam, dass quasi ja das Mikrobiom im Vaginaltrakt quasi ein ganz anderes ist. Ne? Mikrobiom im Magen-Darm-Trakt, kennen wir das langsam alle so ein bisschen. Und Activia hat mit ihrer ganzen Marketingkampagne das so ein bisschen auch in die Köpfe aller normalen Verbraucherinnen gebracht. Im Vaginalbereich haben wir aber quasi auch ein Mikrobiom, was sogar Get Happy, das ist ein anderes Startup, die arbeiten da gerade dran, quasi, dass man damit Fruchtbarkeit beeinflussen kann. Weil wenn es da quasi Störungen gibt, ist es nicht nur Intimtrockenheit, sondern kann ganz viele unterschiedliche auslösende Faktoren haben. Und das Spannende ist aber da wieder der Zusammenhang zum pH-Wert. Dass wenn wir, je nachdem, wie unser pH-Wert ist, entscheidet sich ja quasi, ne, wie ist auch unser pH-Wert der Haut, etc. pp. Und wir haben über die Atmung und über unseren Lymphfluss, aber einen direkten Einfluss quasi auf den pH-Wert, was ganz viele überhaupt nicht wissen, sondern pH-Wert finde ich zumindest in Deutschland irgendwie noch so ein bisschen, ja, interessiert niemanden. Je mehr verarbeitete Lebensmittel wir zu uns nehmen, umso übersäuerter sind wir ja quasi. Ne? Dann bewegen wir uns wenig, dann essen wir irgendwie sowieso in der Tendenz alle ein bisschen, bis sehr viel, zu viel Zucker, verändern dadurch das quasi auch nochmal. Man kann aber dann auch versuchen, quasi über die Atmung Einfluss darauf zu haben. Man kann über unterschiedliche Übungen an, zum Beispiel Lymphaktivierung, Lymphe irgendwie ist auch so ein unterschätztes Thema, gerade bei Frauen, weil wir einfach von... Lymphe. Also Lymphaktivierung, ich bin einfach pragmatisch. Ich kombiniere das immer mit Atmung. Atmung, Hüpfen, Massage. Genau, die Massage, gerade im Kieferbereich, viele, die auch so krass knirschen, Frauen vor allem aber im Brustkorbbereich. Und wenn man sich überlegt, dass quasi bei der Verbindung von Brustbein und Schlüsselbein, da fällt man ja so ein bisschen in eine Lücke dazwischen. Und wenn man aber mit der Einatmung quasi den Bereich nach oben Richtung Schulter massiert, Ausatmung zurück zum Brustbein, 2 Minuten quasi pro Seite mit einem ordentlichen Druck, weil unten drunter sind direkt quasi die Lymphkanäle und die Zugänge zum Ablymphen. Jetzt gibt es ja immer einen Unterschied zwischen rechter Seite und linker Seite. Und da quasi aber zu gucken und zu sagen, okay, wie kann ich quasi den Lymphfluss darüber auch aktivieren? Gestern hatten wir die Diskussion, ja, alle müssen jetzt Trampolin springen, wo ich so denke, ja, in der Theorie tolle Idee, aber ich habe kein Trampolin zu Hause. Ich habe mir kein Trampolin in meine vierte Stock. Und reiten wird auch schwierig. Oder auch reiten wird auch schwierig. Genau, also manche Leute haben dann immer so, ja, das löst alle Probleme, wo ich so denke, ja, nee, ist völliger Quatsch. Ich wüsste jetzt auch bei mir nicht den nächsten Spielplatz, wo ein Trampolin ist, wo ich immer hingehen könnte. Aber einfach zu gucken quasi, wie kann man auch darüber einen Einfluss haben und wie kann man auch darüber quasi gucken, ah, okay, wie beeinflusst denn meine Atmung, wie beeinflussen denn unterschiedliche Lifestyle-Faktoren quasi über den pH-Wert dann auch wieder andere Thematiken. Und ich finde das einfach so, wir sind da in den Anfängen davon, irgendwas zu verstehen, aber sich bewusst zu machen, okay, ich kann meinen Körper selber aktiv beeinflussen, ich kann über Atmung extrem viel verändern, ich kann vor allem aber über diese bewusste An- und vor allem Entspannung extrem viel verändern. Ich habe so viele Frauen mit Rückenschmerzen, die zu mir kommen, die alle sagen, ja, sie wissen, sie müssen den Beckenboden mehr trainieren, sie müssen den mehr anspannen und sie spannen den ganze Zeit an und sie spannen auch eine ganze Zeit den Bauch an und das ist, ne, auch mit diesem Thema auch. Anspannen ist auch ein schönes Thema, das stimmt. Wie viele, also wenn man ehrlich ist und wirklich mal mit den Leuten spricht und ich hatte es gestern bei der Veranstaltung, auch wenn du dir die Leute anguckst, fast alle ziehen den ganzen Tag den Bauch ein, den Bauch angespannt nach innen. Und beim Yoga und sagt man, lass den Buddha-Bauch raus. Ja, und damit... Ja, und gibt ja auch Instagram und ne, die ganzen sozialen Medien, es geben mir auch immer alle so vor, der Bauch hat nach innen zu gehen. Ich bin jetzt nicht, also mir wird es ja auch vorgeworfen, ich wäre so dünn und es ist bei mir auch alles irgendwie, und dann esse ich so viel Pizza und Pasta, wo ich so denke, ja, Gott sei Dank, Mutter Natur hat mich gesegnet mit einem geilen Körper, der viele Sachen verträgt und mit meinem Lifestyle würden andere anders aussehen. Aber zu gucken, wie kann man über Atmung
quasi ein normales Gefühl wieder für seinen Körper bekommen. Und wenn ich Bauchatmung mache, streckt mein Bauch raus und ich sehe aus wie im 4. oder 5. Monat schwanger. Da geht es nicht darum, den Bauch rauszustrecken, aber quasi die Atmung in den Bauchraum fließen zu lassen. Und ich habe das ganz oft, dass Leute so denken, oh Gott, das ist ja krass, wie kannst du quasi deinen Bauch mobilisieren? Und ich denke, ja, meine Güte, die Organe müssen ja irgendwo hin, wenn Zwerchfell nach unten gezogen wird. Ich habe nicht so viel Masse, ich bin relativ schmal, also geht das halt eher nach vorne. Irgendwann muss es ja hin, also kann ich auch nichts dafür. Und es ist aber irgendwie, Leute haben so verlernt, ihren Körper wertzuschätzen und machen sich so einen Stress, wie sie aussehen, ziehen die ganze Zeit. Und das wird, weil du vorhin meintest, ach echt, ist es bei Männern auch so. Bei Männern nimmt es extrem auch zu. Ich habe ganz, ganz viele Kunden, die so sagen, ja, eigentlich haben sie die ganze Zeit den Bauch angespannt. Teilweise, weil irgendwelche Ärzte, Therapeuten sagen, hey, du brauchst eine gewisse Grundspannung. Du musst deinen Bauch aktivieren, dann nimmst du Spannung aus dem Rücken raus. Und immer so denke, das ist natürlich auch ein Stressfaktor. Wenn man Stress hat, spannt man automatisch den Bauch an, weil das ist eben Schutz. Also man schützt sich von der Evolution her mit dem Bauch. Total. Wenn du Stress hast, bist du angespannt. Und mir geht das auch so, wenn ich teilweise in Meetings bin, merke ich dann zwischendurch auch immer so, oh, und wenn Luise den Bauch rauslässt, dann wissen wir, du bist entspannt. Ich bin entspannt. Ja, genau. Das ist ja auch bei mir. Aber das ist ja ein Zeichen, wenn jemand so den Bauch, also jetzt nicht einen dicken Bauch in dem Sinn, aber wenn so wie locker lässt, der Bauch entspannt ist, dann ist man selber auch entspannt. Dann entspannt sich das Gesicht und alles so. Dann kann man einfach sein, oder? Also das gehört auch dazu. Das ist ja nicht, das ist wieder, was du auch sagst, das ist eben die Balance. Mal ist es einfach entspannt, in anderen Situationen ist es dann angespannt, wenn man eben diese Energie braucht, weil das hält natürlich auch Energie zusammen. Also das ist einfach schön, dieses Wissen, was wir auch am Anfang hatten, diesen Hintergrund zu haben und dann das auch für sich umzusetzen, zu transformieren. Was bedeutet das? Okay, also ich merke zum Beispiel, wenn mein Bauch angespannt ist, denke ich, okay, jetzt habe ich eine stressige Situation. Ist das überhaupt notwendig? Könnte ich nicht einfach entspannter sein? Also dieses Wissen, finde ich, hilft, sich selber einzuschätzen und wahrzunehmen und zu gucken, okay, vielleicht mache ich ja erstmal die Seufzeratmung, dass ich denke, genau, und Seufzeratmung, ne, du machst es intuitiv auch über den Mund, ganz, ganz viele. Ich glaube, klassisch macht man es tatsächlich über den Mund, auch mit der Ausatmung. Ich bin mega picky. Ich sage das allen meinen Kunden, bitte immer über die Nase auch ausatmen, weil ich fest davon überzeugt bin, und das zeigen auch die Studien, dass Nasenatmung halt die physiologische, also die natürlichste Atmung ist. Wir haben ein Drittel vom Schädel quasi ausgespart und nicht mit Hirnmasse gefüllt, damit wir Nasennebenhöhlen, Nasenmuscheln haben. Also einfaches Prinzip der Oberflächenvergrößerung, um schneller Sauerstoff aufzunehmen, schneller CO2 wieder abzugeben, um Luft schneller zu reinigen, schneller zu erwärmen etc. pp. Das heißt, über die Nase haben wir ein ganz anderes Atemzugvolumen. Also wir können viel tiefer und damit weniger oft einatmen. Ich vergleiche das immer. Reinigt, wie du sagst, ist es. Genau, ja, ist ja eine Filterfunktion auch, ne? Ein bisschen auch wie eine Klimaanlage. Und aber viele sind so in diesem chronischen Hyperventilieren. Also wenn man sich jetzt die Lunge, ich mache da mal ganz plakativ vorstellt, rennen viele wie so ein Duracell-Häschen mit einer Espresso-Tasse hin und her und befüllen die Lunge und lassen wieder locker, anstatt eine große Teekanne zu nehmen, tief einatmen, tief auszuatmen. Ja. Und dieses schnelle Hin- und Herrennen sorgt ja auch wieder dazu, dass wir hohe Anspannung, hohe Stress, Ausschüttung von Stresshormonen, Cortisol etc. pp. Haben und quasi sofort auch in diesen, wieder bei Frauen durch den Zyklus ja nochmal anders, quasi da festgefahren werden und uns quasi in so eine Stress-Schmerz-Spirale teilweise reinatmen. Und Atmung, und ich bin weit weg von all diesen spirituellen und verschwurbelten Sachen, aber Atmung ist halt das einzige System, was eigentlich unwillkürlich gesteuert ist, also über das autonome Nervensystem. Wir müssen ja nicht drüber nachdenken, wie viel atmen wir ein oder aus und habe ich jetzt genug ein- oder ausgeatmet. Aber es ist das einzige System, was wir kurzfristig bewusst willkürlich steuern können. Also ich kann sagen, ich atme jetzt tief ein, ich atme jetzt tief aus, ich halte die Luft an. Aber ich kann nie die Luft so lange anhalten, bis ich sterbe. Sondern das Gehirn sagt immer wieder, danke für die Atemübung, aber ich übernehme mal lieber wieder die Kontrolle. Und ich kann aber nicht entscheiden, wie viel Magensäure ich ausschütte oder wie viel Gallensaft jetzt produziert wird. Aber bei der Atmung kann ich immer wieder kurzfristig quasi sagen, so, danke Körper, ich mache das jetzt. Und dann übernimmt aber quasi Gehirn-Nervensystem wieder die Aufgabe. Und damit haben wir diese Brücke. Und das war für mich ein totales, also bescheuert eigentlich, aber so ein Aha-Erlebnis zu sagen, ah ja, geil, wir können zwischen willkürlich, unwillkürlich, also zwischen bewusst, unbewusst, conscious, unconsciousness, durch die Atmung hin und her switchen. Und deswegen hat das natürlich so einen krass hohen Einfluss. Mir war Atemübung immer ein bisschen zu verschwurbelt, will ich auch nicht sagen. Aber ich finde, wir haben so diese zwei Extreme. Entweder so Wim Hof und Eisbaden
und so schon fast militärisch, du musst. Mhm. Oder halt dieses, fühl in dich rein und wir machen noch die Duftkerzen an und die Zauberstäbchen und fühl und schwinge. Und ich dachte mir immer so, nichts von dem fühlt sich für mich richtig an. Kann mir das jemand erklären, warum ich es machen soll und was der Effekt ist? Und deswegen rede ich zurzeit so viel über Atmung, weil ich so denke, ich erlebe so viele Menschen, hilft das. Und ich glaube, viele Leute hätten einen ganz anderen Zugang, wenn es halt nicht so dieses entweder Wim Hof Eisbaden oder fühl in dich hinein, sondern dazwischen gibt es halt ein totales Kontinuum, glaube ich, wo sich jeder Buffet kann. Das ist ja ein schönes Buffet, weißt du, das dann ist ja für jeden was. Ja. Also das finde ich einfach ganz schön. Das ist ja auch sehr individuell. Manche brauchen, oder was heißt brauchen, aber manche mögen das, dieses vielleicht härtere, andere mögen das verspieltere oder spirituelle. Also, und das kann ja auch wechseln im Laufe des Lebens. Also das ist auch eine Erfahrung bei mir. Dass, idealerweise. Der Zeit mal ist es irgendwie so, boah, jetzt darf es irgendwie ein bisschen härter, in Anführungszeichen, sein und dann mal wieder weicher. Das finde ich halt einfach schön, wenn das Buffet aufbereitet ist. Das heißt, wenn wir das jetzt zusammenfassen, können wir mit Atemübungen, für was wir als Thema jetzt gewählt haben, mit Beckenboden, dicker Bauch und für Intimtrockenheit ganz viel tun. Weil es eben Einfluss auf Hormone hat, aufs Lymphsystem, auf den pH-Wert hat es ja auch Einfluss, die Atmung über das Blut dann, also wenn das der Sauerstoff dann ins Blut abgegeben wird und CO2 und dann eben auch aufs Mikrobiom, sowohl vom Darm als auch vom Intimbereich und auch von der Haut. Das ist ja auch ein spannendes Thema, unser Mikrobiom auf der Haut. Das finde ich gerade im Moment ganz spannend. Also faszinierend zu sehen. Es gibt so viele Themen und dann denke ich mir immer so, Gott sei Dank, egal was du im Körper verbesserst oder veränderst, hat einen Einfluss auf alles. Und ich werde ja oft gefragt, so, wenn du eine Sache aussuchen würdest, was würdest du noch machen? Wo ich immer sage, Lust auf Bewegung steigern. Und Bewegung geht nicht ohne Atmung und Atmung geht nicht ohne Bewegung. Also es ist ja Gott sei Dank, wenn man das verbessert, wenn man da ein Bewusstsein erstmal für schafft, wenn man über Zungenpositionen, über so unterschiedliche auch Kleinigkeiten immer wieder sich vom Buffet, das finde ich ein total schönes Bild, vom Buffet immer wieder was Neues nimmt, damit es nicht langweilig wird. Wenn ich immer nur dieselben Übungen mache, mir wäre sehr schnell sehr, sehr langweilig. Ich muss auch meine Atemübungen immer mit neuen Impulsen. Zurzeit mache ich super viel Calisthenics, weil ich das gerade geil finde. Dann habe ich eine Zeit lang eher Krafttraining gemacht. Wenn mal geiles Wetter ist, bin ich wieder Läuferin. Und ich so denke, dieses, ich will nicht jeden Tag Pizza und Pasta essen, das ist meine Grundnahrung in Anführungsstrichen, aber ich habe auch mal Bock auf ein Steak, ich habe auch mal Bock irgendwie auf französische Küche, ich habe auch mal Bock irgendwie auf Sushi oder Currywurst. Also immer wieder sich vom Buffet quasi zu bedienen und damit zu spielen, weil im Endeffekt finde ich, das Wichtigste ist Lust auf Bewegung. Wir haben nur ein Leben, wir haben nur einen Körper, den will ich ja genießen. Das stimmt. Und nicht damit hadern und sagen, ist dein Kram zu viel oder zu wenig, was ich mir Stress gemacht habe nach beiden OPs, dass ich wieder auf mein Normalgewicht komme, wo ich so denke, ja, meine Güte, ich bin halt dünn. Ich habe monatelang Morphium genommen. Ich habe 2 krasse Bandscheiben-OPs hinter mir. Ich habe krasse Reha hinter mir. Also so dieses liebevoll mit dem eigenen Körper sein und nicht so hart mit sich selber zu sein. Mhm. Ja, dann bin ich halt dünn. Dann regen sich Leute auf und sagen, hey, das ist aber ein bisschen mehr, wenn die besser stehen. Ja, I couldn't care less, mein Körper. Fühle ich mich wohl? Genau. Sieht so, wie er ist. Vor allem, das habe ich Montag von einem anderen Coach gelernt, so dieses, sei mal liebevoll mit dir. Ja, das ist wichtig. Und das sind wir Frauen öfter. Öfter nicht, ja, wir sind sehr. Wie du sagst, ich glaube, das kommt bei Männern auch mehr. Ja. Durch die Medien und, was weiß ich, dieser ganze Druck, einfach mal entspannt sein. In deinem Buch, ich bin auch ein Fan davon, da hast du auch noch das Thema Gurgeln. Weil du sagst, ja, Mikro-Habits am Tag, also ich mache zum Beispiel, ich gurgle jeden Morgen. Das ist total schön. Inzwischen kann ich ein bisschen Musik sogar machen. Nein. Geil, genau, so mit den Tönen so ein bisschen spielen. Ich mache das auch, wenn ich dann halt Musik höre. Weil das ist auch super entspannend. Also Vagus, Parasympathikus, was du die ganze Zeit ansprichst, dieses Entspannen, das ist Gurgeln. Das finde ich ist ein toller Tipp. Dann hast du noch in deinem Buch das übrigens schmerzzentrale Gehirnheit. Ich verlinke das aber auch alles auch auf Instagram, wo du die tollen Videos immer zeigst. Dann hast du noch mit der Zunge innen den Mund abfahren. Weil das auch im Yoga, die Zunge ist so oft angespannt. Also das ist auch so ein Phänomen. Zunge ist angespannt, die einfach mal zu entspannen. Eine entspannte Zunge liegt locker am oberen Gaumen. Und dieses und außerdem ist es auch noch so, wir produzieren dadurch Speichel und unser Speichel ist ja so gesund, reinigt die Zähne, pH-Wert ein bisschen wieder in Balance bringt. Das hast du auch noch.
Das finde ich cool, weil das kann man wirklich alles morgens, abends so als Mikrohabits einbauen. Ich mache das tatsächlich immer vor oder nach dem Kaffee trinken. Also ja, sollen dann wir das so noch, Kaffee dass trinken auch wie ich? So auch aus dem Yoga summen. Hast du Ja. diese Vibration? Auch Ja. mega cool. Also schaut unbedingt in das Buch, holt euch das Buch, das hast du. Dann hast du noch mit den Augen. Da hast du Liegestütz für die Augen. Ja, Augenliegestütze, genau, weil das tatsächlich quasi paraequitale Grau aktiviert, also ein Bereich im Gehirn, wo quasi die Schmerzerwartung und die Schmerzintensität gesteuert wird. Und ich jetzt gerne viel über Augen gehe. Schreib mal kurz Augenliegestütz, bitte. Am einfachsten ausgedrückt, man streckt seinen Arm aus, also macht quasi einen Daumen hoch, guckt mit beiden Augen auf die Daumenspitze und dann führt man den Daumen so nah zu den Augen heran, dass man den Daumen noch scharf sehen kann und streckt das wieder aus und bleibt die ganze Zeit mit den Augen auf dem Daumen. Also Fokus scharf stellen auf den Daumen. Das ist dann genau. Vom Schielen, wenn der Daumen ganz dicht ist, bis wieder in Anführungszeichen. Zur Entspannung der Augen. Genau. Hast du sonst noch einen Tipp jetzt, der vielleicht nicht in deinem Buch ist, der so easy umzusetzen ist? Und ich finde, das bringt auch Spaß. Also dieses Gurgeln, ich finde, das bringt total Spaß. Total. Also ne, um auch das Atemthema, Seufzeratmung habe ich vorhin schon kurz gesagt. Ich bin Riesenfan von Leiteratmung, weil es einfach ist. Also Hände auf den Bauch, 2 tiefe Atemzüge im Bauch, Hände auf die Rippenbögen, 2 tiefe Atemzüge in die Rippenbögen, Hände auf den Brustkorb, 2 tiefe Atemzüge in im Brustkorb, damit man einfach erstmal wieder merkt, wo kann ich eigentlich überall hinatmen? Wie viel Lungenvolumen hätte ich eigentlich? Und dann, was ich ganz, ganz viel mache, eine Hand auf dem Brustkorb, eine Hand auf dem Bauch, 3-4 tiefe Atemzüge, Hände wechseln, weil wir eine Dominanz zwischen rechts und links haben, auch je nachdem, ob rechts oder links Händler. Also auch da wieder eine dynamische Balance reinbringen. Ich will nicht nur An- oder Entspannung haben. Ich will ja nicht immer nur Vagusnerven parasympathisch. Also ich will nicht nur die Regeneration haben, sondern ganz viele müssen eigentlich erstmal ein bisschen getriggert werden. Ganz viele brauchen erstmal wieder ein bisschen Stress, damit das Nervensystem automatisch quasi runterfahren kann. Gerade in der Menopause und danach, da haben das ganz, ganz viele Frauen, dass sie viel, meiner Meinung nach, viel zu sehr immer an dieses Entspannen und Meditation und Achtsamkeit, und die sind viel zu unterschwellig. Ganz, ganz viele, vor allem Frauen, brauchen erstmal wieder diesen Reiz zu sagen, krass, ich spüre meinen Körper wieder. Ich arbeite extrem viel mit blockierter Einatmung. Überlegt, das ist in dem Buch nicht drin, weil das schon relativ heftig ist. Also quasi tief durch die Nase einatmen, Nase zuhalten und versuchen, gegen die zugehaltene Nase weiter einzuatmen. So oft und so lange intensive, gleichmäßige quasi Einatemzüge versuchen, kommt keine Luft rein, keine Luft raus, bis man nicht mehr kann. Dann hat man so diese richtig dabei Mund geschlossen. Das Gehirn und sagt Schluss. Nur durch die Nase dabei quasi ein- und ausatmen. Und dann braucht man 1-2 Minuten entspannt Nase ein- und ausatmen, bis sich das wieder normalisiert hat. Maximal 2 Wiederholungen, weil das ist krass intensiv. Bitte nur im Sitzen, wenn man das mal ausprobieren will. Aber das ist so meiner Meinung nach die krasseste, effektivste Übung, um Nasenatmung zu trainieren und aber um vor allem zu merken, wie ist eigentlich das natürliche Atemzugvolumen, also wie viel Luft kann ich überhaupt eigentlich ein- und ausatmen, weil ganz, ganz viele, vor allem Frauen, sagen immer, ja, sie haben das Gefühl, sie kriegen gar nicht genug Luft durch die Nase und sie können gar nicht so tief einatmen. Sie haben das Gefühl, wenn sie tief einatmen wollen, dann stockt das, weil einfach so viel Spannung auf dem Zwerchfell ist, je nach Oberweite, also je nachdem, wie viel Spannung alleine auch durch das Gewicht quasi noch auf dem Brustkorb ist, was bei den meisten Frauen ein bisschen mehr ist als bei mir, hast du auch so, also haben ganz viele Frauen verlernt, im Brustkorb zu atmen. Ja. Größer die Oberweite ist, umso mehr quasi Spannung haben sie und versuchen aber ganz oft auch so dieses, ja, ich will ja nicht allen meine Brüste entgegenstrecken, sondern gehen dann von der Körperhaltung schon eher so nach vorne geneigtes quasi, ich nehme mich zurück, haben dadurch die ganze Zeit Spannung, atmen dadurch nicht tief und gleichmäßig und dadurch wieder mehr Stress. Also das sind so viele Themen, wo ich so denke, bewusste Atmung, bewusst den Körper wahrnehmen. Auch rechte Körperhaltung, weil dann kannst du halt auch voll einatmen. Und was du noch gesagt hast mit der Nasenatmung, also Nase ein und aus, das ist ja auch mit dem NO, also mit dem Stickstoffmonoxid. Ja. Und da habe ich einiges gelesen, das ist auch gut für Sexualität. Hast du da auch was gelesen, weil wir das mit Intimbereich hatten? Also wenn wir durch die Nase ein- und ausatmen, jetzt, das ist dann ein bisschen eher ins Spirituelle, aber da werden dann so Energiekreise im Körper angeregt und so, auch ganz spannend. Also Atmung, wenn wir erstmal wieder richtig atmen lernen, das hört sich jetzt irgendwie bescheuert an, aber wir haben verlernt zu atmen. Wir machen ja auch keine Atempause mehr, oder? Wir sind ja ein, aus. Und normal ist auch, dass wir ein, Pause, aus. Also klar, nicht immer im Alltag, aber das ja, aber viel, genau, halt weniger. Und vor allem, es wird immer so beigebracht, du musst tief einatmen. Der Fokus sollte aber eben auf der Ausatmung liegen.
Ja. Ich meine, auch ganz viele sexuelle Praktiken zielen ja genau darauf hin ab, quasi, dass du mit diesem Atem, Erhang, wie sagt man es auf Deutsch, mit diesem Lufthunger quasi ein bisschen spielst, weil dadurch unterschiedliche Lustzentren quasi aktiviert werden. Ja. Ne? Auch dieses Luft wegdrücken. Deswegen gibt man es ja auch nicht auf den Kehlkopf ja macht. Auch diese Spielchen, ne? Ja, genau. Und was aber total oft missverstanden wird, ganz viele Männer dann oder Frauen sich gegenseitig irgendwie so auf den Kehlkopf, wo ich so denke, Leute, nehmt die Finger weg vom Kehlkopf, es geht hier quasi drum, an der Seite mit Luftröhre. Quasi und aber auch den Blutfluss. Da bedarf es Aufklärung, Luise. Warum? Ja, muss man ja mal reden. Was machen die Leute denn alle? Wo ich so denke, nur, nimm deine Griffel von meinem Kehlkopf. Sehr ungeil. Dort musst du anfassen. Dann macht es uns keinen Spaß. Aber, ne, und diese ganzen Lustzentren. Atmung und Sex, wenn man im Einklang mit der Atmung ist, mit dem Partner, ist es ja auch mega. Also, da sind wir auch wieder bei. Auch beim Orgasmus quasi sich besser quasi einzutakten. Und das ist ein Riesen. Hatten wir gestern ganz kurz auch die Diskussion, weil immer alle ganz aufgeregt gucken, wenn ich von Orgasmusfähigkeit rede und wie wichtig das ist. Einer der klickstärksten Artikel bei mir, den ich für Fitbook geschrieben habe, ging eigentlich um Atmung und halt auch so aufgebläht sein und Verbesserung der Orgasmusfähigkeit. War so ein Nebensatz. Fitbook ist natürlich sehr, geil, wir nennen den ganzen Artikel so. Aber wo ich mir so denke, das ist halt für viele eine viel größere Motivation, ehrlicherweise, zu sagen, was? Ich kann meinen Orgasmus damit? Ich kann für viele Frauen ja so, geil, ich kann überhaupt mal kommen. Für viele Männer so, boah, geil, ich kann auch bei Erektilodysfunktion quasi über Atmung und dadurch halt ja direkter Einfluss auf Beckenboden quasi die Orgasmusfähigkeit optimieren. Ich habe ganz viele Kunden, die gesagt haben, geil, das war für sie eigentlich so der auslösende Punkt, zu sagen, ich probiere das mal. Und ich hatte einer meiner ersten Kunden, also ein schwules Pärchen, ich habe nur den einen behandelt, der dann so meinte, ey, sein Partner hat gesagt, es ist ja geil, was du mit ihm gemacht hast, darf er seinen Partner quasi schicken. Ist im Bett so viel entspannter und so viel geiler geworden, weil sie es viel, viel besser koordinieren können. Mhm. Und vor allem ja auch bei Männern, wenn die Beckenboden kontrolliert an- und entspannen können, ist es ja auch für viele Frauen, die Schwierigkeiten haben, quasi zu kommen, total geiles Gefühl, wenn du kurz vorm Orgasmus bist und der Mann quasi in dir drin ist und das Glied dann aber quasi über die Anspannung vom Beckenboden quasi nochmal pulsieren kann. Das kennen aber übrigens viele Männer gar nicht. Also das ist ja nicht nur ein Thema für Frauen. Luise, ein Aufruf an die Männer, Atemübung. Ja, Beckenboden. Wir hatten gestern, es war ein Medizinerkongress, da stehen da wirklich zwei Typen da und sagen so, ja, aber mal Butter bei der Fische, habe ich als Mann überhaupt auch einen Beckenboden, wo ich so dachte... Also es waren fairerweise, das waren keine Mediziner, sondern die waren aus dem Pharmabereich, wo ich so dachte, das wissen, also ich glaube in der breiten Bevölkerung, viele wissen das wirklich einfach nicht, weil Beckenboden ist so, ja, hat eine Frau Beckenbodentraining nach der Schwangerschaft. Ja. Spannend. Besser Sex sein kann, wenn man seinen Beckenboden kontrollieren kann. Luise, jetzt spannend. Weißt du was, jetzt wird es spannend mit uns zwei und jetzt hören wir auf, weil wir machen noch mal was über Sex. Sex und Atmung. Du, kannst du das in einer Übung vielleicht zusammenfassen, was, also eine Atemübung, die sozusagen wie so ein, die für viele Dinge passt? Ist das so die Seufzeratmung, denkst du, die, also jetzt nicht für alles, aber insgesamt, die so wie so ein Anstoß ist, weißt du, die so eine Wirkung ich hat. Ich glaube tatsächlich die Seufzeratmung, weil ich die intuitiv immer schon damit verbinde, zu sagen, ich mit Leiteratmung, also quasi beim Einatmen vom Bauchraum über die Rippenbögen in den Brustkorb nach oben quasi und dann mit der Ausatmung nach unten. Und ich kombiniere das dann oftmals auch noch mit Beckenboden, also Anspannung, Einatmung, anspannen, verlängerte Ausatmung, locker lassen. Ich sag auch wirklich locker lassen dazu. Also ich mache das heute noch und ich mache das auch intuitiv immer über, ne, man kann ja Beckenboden in unterschiedlichen Varianten anspannen und entspannen. Ich gehe immer noch mit Einatmung, Anspannung, Ausatmung, locker lassen. Weil alleine durch dieses, ich sage das und höre das und gebe den Bewegungsbefehl, quasi ich es dem Hirn leichter mache, locker zu lassen. Genau. Man muss sich die Dinge auch sagen. Das ist ganz wichtig. Also es kann ja auch leise sein, aber schon mit sich sprechen. Also es redet jetzt nicht, wenn ich im Bus bin, locker lassen. Und die Leute denken, was hat die komische Frau für die Tourette oder was ist da los? Aber ich sage es quasi meine innere Stimme. Die innere Stimme, genau, die innere Stimme, die ist ja wunderbar. Die redet ja eh die ganze Zeit, also oder die redet ja viel, deswegen ist ja gut, wenn man dann sehr viel. Locker lassen. Du, wir hatten eine halbe Stunde, Luise, wollten wir. Guck mal, jetzt haben wir fast eine Stunde. Also ich finde es mega spannend. Und Buch, Schmerzzentrale Gehirn, aber ich verlinke das alles.
Dann hast du noch ein zweites geschrieben. Wie heißt das zweite? Ich habe es irgendwo hier auf. Eurozentriertes Training, so trainierst du Gleichgewicht und Stabilität. Genau. Und Website, Instagram und alles verlinke ich. Du bist auch auf LinkedIn, das weiß ich auch, weil da sind wir auch vernetzt. Und schaut unbedingt mal bei Luise vorbei. Das ist eine sehr inspirierende Frau. Dankeschön. Jo. Das ist ein schönes Kompliment. Das nehme ich an. Ja, nimmst du nicht alles an. Ich nehme auch nicht alles an. Buddha hat ja mal gesagt, du entscheidest, welches Geschenk du annimmst. Also deswegen, so. Das nehme ich sehr, sehr gerne an. Das finde ich total cool. Ich nehme auch nicht alle Geschenke an. Du auch nicht, oder? Ich gebe ganz, also ich bin sehr unbeliebt dafür in meinem Umkreis. Die wenigsten schenken mir noch irgendwas, aber weil ich ganz wirklich? Sagen, dann haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich auch. Total lieb gemeint, aber brauche ich nicht, benutze ich nicht. Kannst du wieder mitnehmen, schenkst jemand anders. Das habe ich auch. Ich bin auch nicht ganz so beliebt mit, wenn es um Geschenke geht. Ladet mich lieber zum Essen ein, sage ich auch allen. Lieber Zeit mit mir verbringen, da haben wir alle mehr von. Zeit auf jeden Fall. Du, wollen wir mit einem Seufzer aufhören, einem gemeinsamen? Ja, geil. Gib du an, 1, 2, 3, dann legen wir los. Also ich sage nochmal tschüss und vielen Dank und gerne nochmal über Sexualität und Orgasmus. Das finde ich spannend mit Atmung. Du dann sagst, Einatmung und Ausatmung, Seufzer. Tschüss und danke. Ciao.